Einmal im Jahr finden unsere geophysikalischen Geländeübungen im Hegau nahe des Bodensees statt. Das Hegau ist vulkanischen Ursprungs und deshalb interessant für geophysikalische Messungen. Studierende bestimmen dort mit verschiedenen Methoden Lage und Eigenschaften vulkanischer Anomalien im Untergrund. Bei der Hammerschlagseismik werden dazu seismische Wellen mit einem Hammer angeregt, die dann mit Geophonen gemessen werden. Die Methode eignet sich besonders für Untersuchungen des flachen Untergrunds. Man bestimmt dabei die elastischen Eigenschaften der unterschiedlichen Gesteinsformationen und die Lage der Schichtgrenzen dazwischen. Hallo und herzlich willkommen. Die Geländeübung findet in 2 Wochen statt. Und damit wir sicher sein können, dass die Messinstrumente funktionieren, müssen wir sie testen. Das machen wir hier, auf dem Gelände des Geophysikalischen Instituts am Karlsruher Institut für Technologie, KIT. Heute zeige ich Ihnen zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen, wie man ein Hammerschlag-Seismik-Experiment aufbaut, die Messung durchführt und die Messdaten mit einer einfachen Methode auswertet. Sie lernen dabei praktische Dinge kennen, wie die Installation der Geophone, die Bedienung des Hammers und den Anschluss von beiden an die Aufzeichnungseinheit. Außerdem lernen Sie, wie man eine einfache Laufzeitkurve aus den Messdaten erstellt und daraus mit der Intercept-Zeitmethode die Ausbreitungsgeschwindigkeit der seismischen Wellen und die Tiefe der obersten Untergrundschicht bestimmt. Was wir dafür brauchen, ist ein Hammer zur Anregung, eine Kette mit Geophonen zur Messung der Wellen und eine Aufzeichnungseinheit, welche die seismischen Signale und den Zeitpunkt des Hammerschlags registriert. Wir beginnen mit der Auslage des Messprofils. Dafür haben wir uns vorher überlegt, wie lang das Profil sein soll. Die maximale Länge des Profils, von der Quelle am Anfang bis zum letzten Geophon, sollte etwa das 5- bis 10-fache der gewünschten Untersuchungstiefe sein. Hier wählen wir 20 Meter. Damit kann man also eine Tiefe von etwa 1 bis 2 Metern untersuchen. In der Hammerschlagseismik müssen die Geophonabstände nicht äquidistant sein. Zum Beispiel ist es von Vorteil, nahe der Quelle die Abstände kürzer zu wählen, damit man auch eine dünne oberste Schicht auflösen kann. Die Abstände der Instrumente zueinander sollten im Idealfall kürzer sein als die kleinste zu erwartende Anomalie und die kleinste Wellenlänge. Bei Wellengeschwindigkeiten um 300 Meter pro Sekunde und Frequenzen bis 100 Hertz erhält man eine Wellenlänge von 300 durch 100 gleich 3 Meter. Das kann man hier leicht unterschreiten. Es ist wichtig, die Geophone möglichst fest zu installieren, damit sie eine gute Ankopplung zum Boden haben und die Bewegungen des Untergrunds gut übertragen. Die Kabel verbinden jedes einzelne Geophon mit der Aufzeichnungseinheit, die alle gemessenen Bodenbewegungen aufzeichnet. Die Bodenbewegungen erzeugen wir mit Hilfe eines Hammers. Diese Quellanregung wird also aktiv verursacht und deshalb ist die Hammerschlagseismik auch eine aktive geophysikalische Methode. Bei passiven Methoden nutzt man natürliche Anregungsquellen, also nicht von Menschen gemachte. Damit die Hammerschläge gut an den Boden ankoppeln, verwenden wir eine Schlagplatte aus Metall. Zur Untersuchung ebener Schichtgrenzen genügt eine Quelle hier am Anfang des Profils. Wenn wir eine ebene Schichtgrenze im Untergrund suchen, ist es ausreichend. Bei geneigten Schichten nutzt man eine zusätzliche Quelle am Ende des Profils, bei komplexen Strukturen Quellen an mehreren Stellen. Auf die Platte wird gleich mit diesem Hammer hier geschlagen. Das ist zunächst ein einfacher Vorschlaghammer, der aber hier vorne einen Sensor hat. Dieser registriert genau den Zeitpunkt des Auftreffens und damit die Wellenanregung und startet über dieses Kabel hier die Aufzeichnung an den Geophonen. Das heißt, alle Aufzeichnungen der Bodenbewegung, die Seismogramme, beginnen zum Zeitpunkt des Schlags. Nachdem alle Anschlüsse überprüft sind, beginnt die eigentliche Messung. Damit das Messsignal möglichst deutlich ist, dürfen keine anderen Erschütterungen von Autos oder auch Fußgängern stören. Es gibt allerdings Störquellen, die man nicht ausschalten kann. Wind, der über Bäume in den Boden übertragen wird, Großmaschinen oder entfernter Straßenverkehr. Der Hammer wird nun möglichst kurz und ohne ein zweites Mal aufzutreffen, auf die Metallplatte geschlagen. Um das Verhältnis des Signals zum Hintergrundrauschen zu verbessern, werden Aufzeichnungen von mehreren Schlägen aufsummiert, also gestapelt. Das ist eine einfache Methode, um ein deutliches Signal zu erzeugen, ohne eine besonders starke Quelle zu verwenden. Hier sehen Sie, wie sich an den Geophonen entlang des Profils mit jedem Schlag das Signal-Rauschen-Verhältnis verbessert.
Das ist so, weil das Hintergrundrauschen zum Großteil zufällig verteilt auftritt. Es wird deshalb durch die Stapelung weniger verstärkt als der kohärente Welleneinsatz. Die Anregung mit dem Hammer erzeugt hauptsächlich longitudinale P-Wellen, die sich im Untergrund ausbreiten und an Schichtgrenzen reflektiert werden. Die Wellen erreichen die Geophon und werden gemessen und aufgezeichnet. Aus den Ankunftszeiten der Wellen kann man dann ein Modell des Untergrunds ableiten, das die Messdaten erklärt. Um ein einfaches Modell mit einer Schicht über dem Halbraum darunter abzuleiten, nutzen wir die direkte und die refraktierte Welle. Deren Verlauf sehen Sie links, ihre Laufzeiten rechts im Diagramm. Für die direkte Welle gilt, je weiter entfernt sie aufgezeichnet wird, desto länger ist ihre Laufzeit. Wir nehmen die Ausbreitungsgeschwindigkeit als konstant an, deshalb ist die Linie im Laufzeitdiagramm gerade. Den zweiten Strahlweg, den wir nutzen, ist der der refraktierten Welle. Sie läuft zunächst nach unten, wird unter dem kritischen Winkel gebrochen und breitet sich dann entlang der Schichtgrenze mit der höheren Geschwindigkeit des unteren Mediums aus. Vorne im Profil kommt sie nach der direkten Welle an den Geophonen an. Ab dem Überholpunkt ist sie der erste Einsatz und kann deshalb gut bestimmt werden. Die Messgröße der Hammerschlag-Seismik ist also die Wellenlaufzeit, die abgeleitete Untergrund- oder Materialeigenschaft, die seismische Wellengeschwindigkeit. Wie diese aus dem Laufzeitdiagramm bestimmt werden kann, zeige ich Ihnen am Beispiel einer Messung aus einer früheren Geländeübung im Hegau. Hier sehen Sie das aufgezeichnete Laufzeitdiagramm. Aus der Steigung des Laufzeitasts der direkten Welle hier bestimmen wir die Wellengeschwindigkeit der obersten Schicht. V1 gleich 1 durch die Steigung M1 gleich Delta T durch Delta X. V1 ist hier 440 Meter pro Sekunde. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Halbraums ist gleich die reziproke Steigung des Laufzeitasts der refraktierten Welle. V2 gleich 1 durch M2 gleich 2340 Meter pro Sekunde. Zuletzt lässt sich mit diesen Daten noch die Schichttiefe bestimmen. Dazu benötigen wir die Interceptzeit T1, die der Methode ihren Namen gibt. T1 ist gerade der Schnittpunkt der verlängerten zweiten Geraden mit der Y-Achse. Aus der Geometrie der Laufzeitkurve kann man bestimmen, dass die Tiefe der Schichtgrenze D dann gleich V1 mal T1 geteilt durch 2 mal Cosinus Alpha ist. Alpha ist dabei der kritische Winkel der Refraktion. In unserem Fall ergibt sich eine Tiefe von 8 Metern. Für mehrere oder geneigte Schichten existieren ähnliche Verfahren. Um komplexere Strukturen zu erkunden, können zusätzlich Oberflächen oder S-Wellen angeregt werden oder andere Auswerteverfahren wie die Full Waveform Inversion verwendet werden. Neben wissenschaftlichen Fragestellungen nutzt man die Hammerschlag-Seismik wirtschaftlich zur Vorerkundung von Baugrund oder auch zur Bestimmung statischer Korrekturen für die oberflächennahe Verwitterungsschicht in der Reflexionsseismik. Ich habe Ihnen heute gezeigt, wie der Aufbau einer Messung der Hammerschlag-Seismik abläuft. Wichtig ist dabei, die Länge des Profils und den Abstand der Geophone der Fragestellung anzupassen. Ist das Profil ausgelegt, werden mit mehreren Hammerschlägen Signale erzeugt, die zur Verbesserung des Signal-Rauschen-Verhältnisses gestapelt werden. Eine einfache Möglichkeit der Auswertung mit einer Quellposition ist die Intercept-Zeit-Methode. Mit ihrer Hilfe kann man die Wellengeschwindigkeit einer Schicht und eines Halbraums darunter sowie die Tiefe der Schichtgrenze bestimmen. Messungen mit mehreren Quellpositionen und verschiedenen Wellentypen erlauben die Berechnung aufwendiger Modelle des Untergrunds und ermöglichen auch die Untersuchung komplexer Strukturen im Hegau und anderswo.